Ja, willkommen zurück, meine Freunde. Ich dachte, ich mache mal ein kleines Reaktionsvideo auf die vielen Videos oder auf eins der vielen Videos, das in letzter Zeit rausgekommen ist zum Thema Dating Coaches. Finde ich immer ganz witzig. Ich sag mal, vielseitig. Manchmal sind gute Sachen dabei, manchmal sind sehr schlechte Sachen dabei. Ich habe immer das Gefühl, die sind teilweise nicht so gut recherchiert, beziehungsweise wird sich mit dem Thema nicht so ganz intensiv auseinandergesetzt. Ich habe hier mal ein Video dabei von Reporter Dating Coaches Exposed ins Bett durch Manipulation. Reporter, da gibt es auf jeden Fall gefühlt ein paar Formate, die das Ganze noch krasser machen. Reporter ist da noch relativ entspannt am Start, aber wir starten einfach mal rein und ich sage euch mal, was meine Meinung dazu ist. Ist echt beschissen. Das ist angenehm. Laut reden, anlächeln. Da sieht die Frau auch, okay, du bist kein Vollidiot. Der Ruf, Frauen ansprechen und dann möglichst schnell Sex. Der Ruf, Frauen ansprechen und dann möglichst schnell Sex. Ja. Ja. Frauen sind ihre Trophäen. Als Dating-Coaches wollen sie jetzt anderen helfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also Frauen sind ihre Trophäen. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese problematische Sicht vom Dating-Coaching. Und es gibt auch Leute da draußen, die so ein bisschen auf dieser Schiene unterwegs sind. Aber den meisten Männern geht es eigentlich nicht darum, oh, ich will die Frau als Trophäe. Das ist wirklich nicht der Beweggrund der meisten Männer. Die meisten Männer wollen halt einfach irgendwie eine Frau kennenlernen, mit der eine coole Zeit haben. Klar wollen die auch Sex mit der. Ist ja irgendwie auch das Normalste der Welt. Das will die Frau ja auch mit einem Mann, der ihr gefällt. Von daher, das wird immer sehr überdramatisiert, finde ich, in diesen Darstellungen im Mainstream. Und natürlich, man kann sich bei vielen Coaches Sachen rauspicken aus deren Inhalten und die dann so darstellen, dass es äußerst fragwürdig aussieht, weil man dann doch schon dazu tendiert, manchmal Sachen krass zu formulieren. Aber alles in allem, das ist eben die Wahrnehmung, die so im Mainstream vorherrscht, aber entspricht meiner Erfahrung nach so nicht der Realität von den Männern, die wirklich ins Coaching kommen. Mit der grauen, beigen Jacke. Er spricht jetzt eine Frau an und jetzt geht sie weg. Wir kann passieren. Wir werden in diesem Video bei einem der bekanntesten Pickup-Artists für ein Coaching bewerben. Bei Don John. An einer Stelle meinte er zu mir, ich sollte auch einfach irgendwie alle Frauen ansprechen, egal wie hässlich sie sind, weil nackt. Er hat sich einen guten ausgesucht mit Don John. Don John ist natürlich sehr kontrovers. Sehen wir eh alle gleich aus. Es nackt sehen sie alle gleich aus. Das ist wirklich so ein Nein, gar nicht beachtet wird. Ah, das sieht aber schon mal interessant aus. Ich bin hier heute bei einem Coaching vom Dating-Coach Hendrik Marti dabei. Den kenne ich nicht. Der. Hendrik macht auf YouTube Pickup-Videos. Da präsentiert er sich als erfolgreicher Lebemann, will charmant werden. Dass er auch ganz anders geil, kann, das werdet Kutsche. Ihr später sehen. Ich habe kurz vor dem Dreh nämlich noch ein ganz anderes Video von ihm gefunden. Genau, das meine ich halt. Ne? Du kannst halt die Videos von Leuten durchforsten und kannst dann irgendwas finden, was du im passenden Licht darstellen kannst oder wo. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe auch vor 5 Jahren in irgendeinem Video sicherlich mal irgendwas gesagt, was ich A, heute nicht mehr so sehe und B, auch sicherlich in der einen oder anderen Richtung fragwürdig ist. Ist so, ja. Also, ich glaube, so Cherry-Picking kann man immer betreiben, wenn man das möchte. Das ist nicht die Kunst. Vielleicht lernen wir heute eine hübsche Frau kennen. Wenn es super cool wird, optimal wird, dann natürlich auch eine Nummer. Ja. Und ein Abenddate. Klingt doch gut. Sein Kunde Philipp hat schon ein 2-monatiges Coaching bei Hendrik gemacht. Für 2.400 Euro. Heute will er seine Flirt-Skills auffrischen und braucht neue Outfits. Finde ich schon mal cool, dass er mit dem Einkaufen geht. Machen, glaube ich, sehr wenig Coaches. Habe ich auch bisher nicht oft gemacht. Ich mache das meistens oder habe das immer nur dann gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, die Leute haben da ein sehr großes Defizit. Aber es macht natürlich irgendwie Sinn, also ich verstehe schon, warum er Leute in Anzüge packt und sowas. Erster Eindruck ist natürlich, was einen großen Einfluss hat und also ich verstehe die Idee dahinter auf jeden Fall. So ein Sakko kombiniert mit einer solchen Farbe als Hose wäre super. Also ich bin selber auch super selten in Anzügen unterwegs gewesen. Ich feiere das auch gar nicht, es ist gar nicht mein Stil, dann schauen wir mal. Persönlich. Es muss auch nicht sein. Die eine im Bauch. Ja, weil sowieso mal ein bisschen Sport machen mit ihm. Wenn die Kilos auch wieder purzeln. Sport machen ist immer gut. Okay, gut. Also wir sehen jetzt mal grundlegend, das ist alles viel zu groß. Das fühlst du ja selber, ne? Ja. Ist aber nicht schlimm, weil gerade bei solchen Sachen... Das ist auch so eine Sache, hätte ich keine Ahnung von. Dann könntest du mir sagen, der Anzug passt perfekt, würde ich dir sagen, ja super, dann pack ihn ein. Ich habe gar keinen Plan. Dann haben wir natürlich einen Schneider. Der schneidet das dann an. Ja, sieht super aus, genau. Wie hilft das aber denn sieht gut aus, ja, Philipp grundsätzlich. Beim Dating? Ja, so, wie hilft es jetzt Philipp beim Dating? So, als könnte er sich gar nicht vorstellen, warum es gut sein könnte, beim Dating
gut auszusehen. Ja, grundlegend ist es natürlich so, wir leben in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft. Ja, bedeutet, true, bei Tinder oder bei anderen Online-Dating-Plattformen, man wird immer nur nach dem Äußeren beurteilt. Erstmal. Direktkontakt ähnlich bedeutet, wenn du jetzt jemand bist. Ist beim Direktkontakt ähnlich, das ist so richtige Sales-Sprache, so heiße Leads und warme Leads beim Direktkontakt. Das bist du ja, der im Leben steht, der einen vernünftigen Job hat, sein Business hat. Sollte man natürlich auch darauf bedacht sein, das so ein bisschen nach außen zu präsentieren, weil was sieht denn die Frau von dir, wenn du sie ansprichst? Sie muss dich innerhalb der ersten 5 Sekunden einschätzen. Was bist du für ein Mensch? Die Rolex muss doch zu sehen sein hier, Alter. Bisschen drüber. Das hält wirklich dann sehr schick, ja. Wenn du jetzt so durch die Stadt laufen würdest, die Leute würden dich anschauen, die Frauen würden dich anschauen. Das ist natürlich jetzt erstmal ungewohnt, wenn man vorher eher so ein bisschen duckmäuserig, ja, durch die Stadt geht. Wie viele Frauen hast du schon angesprochen, seit du das Coaching angefangen hast? Alle. Alle. Ich glaube schon so um die 100 insgesamt. Und wie erfolgreich warst du jetzt bei den 100 Frauen, die du angesprochen hast? Hatte ich 15 Dates. Ja, klingt doch. Also erstmal finde ich cool, dass er hier diesen Shopping-Kram macht. Ich finde das gut. Ich finde auch, er hat ihn gut angezogen. Macht auf jeden Fall einen Unterschied. Er ist vielleicht ein bisschen sehr fokussiert auf dieses, boah, du musst im Anzug rumrennen. Das ist natürlich nicht nötig. Du kannst auch in deinem eigenen Stil, in dem du dich wohlfühlst, unterwegs sein. Seit dem Coaching 2 Monate 100 Frauen angesprochen. Klar, klingt jetzt nicht unrealistisch, wenn du in einer größeren Stadt lebst und 2 Monate, 60 Tage, siehst vielleicht 1-2 Mal am Tag eine Frau, die dir irgendwie gefällt, mit der du kurz quatscht, ist jetzt nicht, klingt gut, 15 Dates, klingt auch nach einer guten Quote, ja, klingt doch alles erstmal gut. Das Selbstbewusstsein dafür haben, das war früher für Informatiker Philipp undenkbar. Informatiker, Klassiker. Wie warst du früher, bevor du das Coaching angefangen hast? Introvertierter, würde ich schon sagen. Ja. Früher war das zum Beispiel so, da bin ich in den Bus gesessen oder in der Straßenbahn und dann kennt man das doch, man sieht so auf der Straße jemanden, den man cool oder süß findet und man denkt sich so, ach, wäre doch cool, das zu tun. Und dann fährt man nach Hause und denkt drüber, ach, was wäre, wenn. Und jetzt ist es eher so, du bist immer noch ähnlich aufgeregt, aber du hast eher diese Mentalität von, ach, let's do it einfach, so just do it von... Just do it von Nike. Ja, also manchmal hauen die ja so Sprüche raus. Er hat natürlich recht, aber just... Ich verstehe schon, warum es manchmal auch die Leute so wirkt, von wegen so, ja, oh, es geht hier voll darum, die Nummern abzugreifen und Trophäen und so. Aber nein, ist doch geil, er hat doch vollkommen recht. Ne? Siehst du eine Frau, die dir gefällt, denkst du, ach, schade, die würde ich gerne mal Hi sagen, sprichst du an und dann vielleicht passt es halt und ihr trefft euch und irgendwas wird daraus, was auch immer daraus wird. Aber von daher, mental auf jeden Fall die richtige Einstellung. Gerade in der heutigen Zeit mit Online-Dating, was halt für Männer eher so mäßig funktioniert oder ich sag mal so für 95% der Männer eher mäßig funktioniert. Ja, finde ich cool, dass das, oder ich finde, es ist eine Sache, die normal sein sollte, dass du als Mann, wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt, einfach mal rübergehst und Hi sagst. Natürlich auf gute Art und Weise. Natürlich sollst du die Frau nicht irgendwie belästigen, hingehen, ihr auf den Arsch schauen oder so. Oder wie manche Leute das manchmal machen, irgendwie aus dem Auto hinterherpfeifen. Das ist natürlich Blödsinn, so, aber einfach so rübergehen, Kompliment machen, kurz mit der quatschen, gucken, ob es passt. Ist doch wunderbar. Bevor ich mit dabei bin, wie Philipp gleich random Frauen ansprechen wird, noch was anderes. Ich will euch zeigen, wie weit die Pickup-Szene mit ihren Videos geht. Ich glaube, es kommt das Don John-Ding. Ein Mitarbeiter von uns wird sich als Coaching-Interessent bewerben. Bei Don John. Einer der bekanntesten Pickup-Artists in Deutschland ist auch einer der fragwürdigsten. Der nennt sich Don John und hat einen recht großen... Ja, das ist natürlich so und klar, ne, du siehst den Titel von dem Video zum Sex manipuliert, 10-mal nein und trotzdem bang. Ja, das ist halt so ein bisschen schade, weil in der heutigen Zeit musst du halt mit so, wenn du Content machst, du musst halt mit solchen Sachen arbeiten wie da, ne? Also klar, Don John ist ein wilder Typ so, ich kenne ihn auch persönlich, ist auf jeden Fall ein wilder Typ, aber du musst es auch hardcore formulieren, damit du überhaupt oder damit deine Inhalte überhaupt gefunden werden können. Es ist leider so ein bisschen so, als würdest du im Journalismus arbeiten und musst halt irgendwie Negativschlagzeilen formulieren. Sowas zieht halt Aufmerksamkeit. Und wenn du irgendeine Art und Weise im Content-Game, und dazu gehört natürlich auch YouTube, erfolgreich sein willst, dann, das heißt, du musst solche Titel benutzen, aber schon in der Art auf jeden Fall. Und da kann ich schon verstehen, wenn man das von außen sieht und sich denkt, okay, schwierig, manipuliert. Ich glaube, das Wort manipulieren ist halt schwierig. Und
ich glaube nicht unbedingt, dass es das ist, was Don John macht oder worum es geht. Sicherlich oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber sicher bin ich mir da auch nicht. YouTube-Kanal und eins seiner meistgeklickten Videos heißt Zum Sex manipuliert, 10-mal Nein und trotzdem Bang. Auf dem Weg zu mir nach Hause gibt es Widerstand von ihrer Seite. Sie will nicht mit mir nach Hause und im Folgenden wirst du sehen, wie ich ihren Widerstand systematisch aushebel. Kleiner Osten. So wie du mich da hochziehen willst, dann komme ich da raus. Entspann dich. Ja. Mit diesem Video. Ja, ist halt schwierig. Also ich finde auch, das bin ich jetzt persönlich so, wenn die Frau halt sehr blockadig unterwegs ist, dann würde ich auch immer sagen, okay, alles cool so. Also ich muss meine Zeit nicht mit Frauen verbringen, die, also, oder es heißt, ich muss meine Zeit nicht mit Frauen verbringen, aber wenn die Frau keinen Bock hat, dann ist es auch völlig in Ordnung. Klar gibt es auch so ein bisschen dieses Spielerische, aber dann kriegst du meistens keine wirklichen Neins, sondern dann kriegst du vielleicht sowas, dass du versuchst, sie zu küssen, also den nächsten Schritt zu gehen und sie ist dann, sagt dann vielleicht sowas wie Nein, noch nicht oder Aha, noch nicht oder grinst dich so ein bisschen an. Dann ist es offensichtlich kein Nein, sondern ein Hey, nein, jetzt gerade noch nicht, aber grundsätzlich bin ich immer noch im Flirtmodus und grundsätzlich gefällt es mir noch, bin vielleicht nur gerade noch nicht bereit dafür, aber es ist halt kein Nein. Ne? Also ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Aber klar, ist halt wildes Video und dass man sich da als Mainstream-Media oder als was heißt Mainstream-Media, aber grundsätzlich als Journalist oder als Medienbetreibender gut draufstürzen kann, macht total Sinn. Es ist halt schwer nachzuvollziehen, wie die Situation wirklich war und was da mit der Frau wirklich am Start war. Aber klar, wenn die Frau halt Nein sagt und keinen Bock signalisiert, dann habe ich auch persönlich gar keinen oder hätte ich gar keinen Spaß dran, dann sie krass zu pushen so und sie zu voll zu labern, um sie zu überreden, dass sie vielleicht doch Bock hat. Das ist völlig fein. Als Mann solltest du immer genug in deinem Leben zu tun haben oder solltest du immer genug Ziele und Ambitionen haben, dass auch wenn eine Frau dir zum Beispiel spontan mal am Abend absagt, wenn du mal ein Date mit der irgendwie vereinbarst, dass du dann immer noch was anderes zu tun hast, dass du jetzt nicht sagst, oh, jetzt muss ich aber unbedingt hier durchpushen und muss jetzt hier 2 Stunden versuchen, die voll zu labern und zu überreden, dass die vielleicht doch mitkommt. Wenn die nicht mitkommen will, dann kommt die halt nicht mit. Dann, weiß nicht, gehe ich nach Hause und drehe das nächste Video oder mach irgendwas anderes Produktives oder gehe eine Runde Sport machen. Optimalerweise hast du als Mann immer so viel im Leben zu tun, dass solche Sachen gar nicht relevant sind. Wo wirbt Don John für sein Coaching? Man kann sich auf seiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch per Telefon bewerben. Ja. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch mal wichtig zu wissen, was der Don John eigentlich so seinen Coaching-Interessenten erzählt. Was der ja für ein Frauenbild denen vermittelt als Vorbild und was das Ganze eigentlich kostet. Und da kommt Clement ins Spiel. Clement, der Coaching-Teilnehmer. Und du hast dich jetzt beworben für dieses kostenlose Erstgespräch. Wie dieses Gespräch mit Don John lief, erzählt uns Clement später. Kleiner Spoiler, es wird übel. Da bin ich gespannt. Ich bin jetzt verabredet und zwar mit Josi Schreibt. Josi kann so gar nichts mit Dating-Coaches und Pickup-Artists anfangen. Stoppt Dating-Coaches. Frauen sagen nämlich oft einfach nur so, ich habe einen Freund, obwohl sie eigentlich gar keinen haben. Ja, ist natürlich korrekt. Mensch, Sherlock, da hast du uns jetzt aber durchschaut. Du hast ja auch dieses Video gesehen von Don John. Was macht das mit dir, wenn du sowas siehst? Es macht mir Angst. Ich kenne das oft von mir und von anderen Frauen, die Situation, dass man ja auch vielleicht manchmal lacht, aber oft auch um Unsicherheit zu überspielen. Und Frauen agieren in solchen Situationen, die ja potenziell gefährlich sein könnten, wenn ein Mann gerade aktiv versucht, ein fremder Mann aktiv versucht, dich in die Wohnung zu locken, dann agieren Frauen oft deeskalierend, weil man weiß halt nicht, was mitten in der Nacht irgendwie jetzt passieren kann in einer fremden Wohnung. Die Ausdrucksweise, die ich auch sehr schwierig fand, war den Widerstand aushebeln. Es ist beängstigend, dass da wirklich so ein Nein gar nicht beachtet wird. Im Gegenteil. Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn da teilweise so ein abwertendes Bild von Frauen dann gezeigt wird oder propagiert wird? Also ich finde vor allem, dass Frauen da sehr als Objekte dargestellt werden, fast schon als Freiwild. Und das ist natürlich ein ekelhaftes Gefühl. Ja, den ersten Punkt gehe ich auf jeden Fall mit. Also klar, wenn eine Frau in eine Wohnung rein manipuliert werden soll, wenn das wirklich der Fall ist, ich will jetzt nichts dazu sagen, ob das jetzt in diesem Video der Fall war,
Ich fand zwar so eine Grenzsituation, so wild schien es mir persönlich nicht. Aber klar, das ist natürlich scheiße. Und wenn die Frau sich grundsätzlich nicht wohlfühlt und der Mann, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erklärt, irgendwie ewig hinterhergehen und den Widerstand aushebeln und solche Sachen. Ich glaube, damit fährt man nicht sehr gut, kommt man auch nicht sehr weit. Klar, wenn die Frau irgendwie Nein gesagt hat zu einem Vorstoß, den du gemacht hast, und dann bleibt sie aber mit dir irgendwie im Gespräch oder im Date und du quatschst weiter mit ihr und versuchst es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, zum Beispiel mit ihr zu dir zu gehen, und dann sagt sie nochmal Nein oder hey, das passt mir gar nicht oder irgendwie habe ich kein Interesse, klar, dann lasse ich es halt auch und dann hat sich das auch erledigt. Ich glaube, es ist nichts falsch daran, nach dem ersten Nein, wenn es jetzt kein Nein, Nein, Nein ist und du jetzt nicht irgendwie versucht hast, sie in die Wohnung zu zerren, was natürlich jetzt hier auch nicht passiert ist, zumindest soweit ich das gesehen habe, aber es ist kein Problem, einfach drin zu bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze nochmal zu probieren. Und wenn du ein zweites Nein bekommst, so dann ja, passt es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, triffst du vielleicht einfach nochmal wieder oder wirst sie wahrscheinlich dann eh nicht nochmal wieder treffen, wenn sie das Gefühl hat, okay, der wollte jetzt was Sexuelles mit mir, aber ich will ja eigentlich nur Freundschaft oder so. Dann ist es auch gut, bist auch gut daran beraten, dass du dann sie vielleicht nicht wieder triffst, wenn du eigentlich ganz andere Intentionen hattest. Und der zweite Teil, den sie gesagt hat, freiwillig, Frauen sind nur Objekte. Okay, du bist halt ein Mann und du siehst halt eine Frau, die dir gefällt und dann möchtest du halt mit ihr schlafen. Das ist halt einfach schon so ziemlich das Normalste der Welt. Vice versa ist es ja genauso. Und klar sind Frauen für Männer irgendwo auch insofern ein Objekt, dass ich die Frau sehe und sie mir gefällt und ich irgendwie was Sexuelles mit ihr haben möchte. Gibt es ja im umgekehrten Sinne genauso, dass die Frau irgendwie den Mann sieht und sich denkt, hey, der gefällt mir, mit dem will ich was haben, oder hey, der gefällt mir, boah, der hat einen hohen Status, der ist sehr erfolgreich. Also, dass Frauen Männer in gewisser Weise als Objekte betrachten und dass andersrum Männer Frauen in gewisser Weise als Objekte betrachten, ich glaube, das ist, wenn wir alle mal ehrlich reflektieren, schon klar. Das machen beide Geschlechter. Also dann braucht man weder die Moralkeule in die eine noch in die andere Richtung schlagen, finde ich. Ich glaube, es ist einfach Teil dieser Realität, dass in gewisser Weise das andere Geschlecht auch eine Form von Objekt ist für das jeweilige Geschlecht. Und wie gesagt, wenn, was heißt freiwillig? Freiwillig mit dem Begriff, ja, freiwillig, der ist halt zu ihr hingegangen, wahrscheinlich hat sie angesprochen und da haben sie sich zusammen auf ein Date verabredet. Freiwillig klingt jetzt so, als würde ich im Wald unterwegs sein und mit einem Gewehr auf Rehe schießen. So, das Reh läuft weg und ich verfolge es und versuche es irgendwie zu erschießen. So, der Begriff kommt halt irgendwie nicht ganz hin. Ich gehe davon aus, die beiden haben sich freiwillig auf ein Date verabredet. Ich glaube, nicht jeder hat böse Absichten. Manche Männer sehen sich vielleicht wirklich nach einer Partnerin und nach Liebe, sind vielleicht aber einfach ein bisschen unbeholfen. Ja, genau, das ist so ein bisschen die Sicht, glaube ich, die oft eingenommen wird. Klar, viele Männer wollen eigentlich eine Beziehung, wollen Partnerschaft, Liebe, aber viele Männer wollen auch einfach Sex mit Frauen haben, was auch vollkommen legitim ist. Ich habe das Gefühl, dieser sexuelle Aspekt, der ist immer nicht legitim, aber es gibt halt Männer, die kommen und wollen irgendwie eine Frau kennenlernen und wollen einfach mehr Sex in ihrem Leben. Dann gibt es auch Männer, die wollen eher eine Beziehung. Viele, wenn sie noch gar nichts von beiden hatten, wollen halt erst ein bisschen sexuelle Erfahrung machen und dann vielleicht eine Beziehung. Das ist bei Frauen auch genauso. Also das ist auch Frauen, wenn sie jung sind, sind so, dass sie sich teilweise erst ein bisschen ausprobieren und dann in eine Beziehung kommen oder mit einem Mann, der ihr dann besser gefällt, in eine Beziehung gehen. Das wird immer so ein bisschen, diese Seite wird immer so ein bisschen ungern beleuchtet, habe ich das Gefühl, so im Sinne von, ja, es gibt auch die Männer, die eine Beziehung wollen, die netten Männer, aber auch die bösen Männer, die Sex wollen, wo ich mir denke, ja, Sex ist halt total normal und klar wollen Männer Sex mit Frauen und Frauen wollen Sex mit Männern. Warum muss das immer so ein großes Problem sein? Das ist halt, weiß ich auch nicht, da gehe ich nicht mit. Und diese Männer sind dann so verzweifelt, dass sie sich zum Beispiel an solche Coaches, sage ich jetzt mal, begeben und dann da eigentlich so unfassbar falsche Werte vermittelt bekommen. Kommt halt wirklich auf den Coach an, ne? Und ja klar, du bist halt verzweifelt oder du bist halt in einer Situation, die dir nicht gefällt und möchtest sie verändern und holst dir halt jemanden, der dich dabei unterstützt. Das findet ja in ganz vielen anderen Situationen auch so im Alltag statt, nur dass wir das da als, also es ist genauso wie wenn du, keine Ahnung, wie heißen denn diese ganze Versicherung, sondern zur DBK gehst, weil du eine Versicherung abschließen willst oder keine Ahnung, du gehst zu deiner Sparkasse und willst einen Bausparvertrag machen. Du gehst halt irgendwo hin, weil du ein Problem hast, das du lösen willst, zu einer anderen Person, die in irgendeiner Form Expertise hat und die unterstützt dich dann dabei. Das ist ja genauso, als wenn du deine Haare geschnitten bekommen haben willst und zum Friseur gehst. Gleiches Grundprinzip. Von daher. Klingt komisch, aber wir suchen jetzt einen Ort mit vielen Frauen. Wenn man Frauen ansprechen will, klingt das irgendwie gar nicht so komisch. Aber gut, also was wir jetzt machen, wir wollen dich in eine positive Stimmung bringen. Bist Köln, du ne? Aufgeregt, ja. Oder? Ja, ist ganz normal. Ist ganz normal. Yes. Ist bei mir genauso. Ist menschlich. Ja. Einfach mal ein Kompliment da lassen. Eine Frau, die vielleicht einen coolen Style hat oder positiv durch die Stadt läuft, einfach mal sagen, hey, du hast echt eine coole Ausstrahlung, würde ich einfach mal gesagt haben. Klar, immer auf Abstand achten, dass du jetzt nicht
zu nah bist. Das heißt, das ist angenehm. Laut reden, anlächeln. Das ist schon ziemlich weit weg, finde ich, aber fair enough. Wenn du die Sonnenbrille, wie ich auch fast, auch mal abnehmen. Ja, und dann natürlich auch immer im Sichtfeld sein. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Das ist schon ein kleines Stück näher, kann man schon ran. Aber ich finde es gut. Also ich finde die Sachen, die er sagt, haben Hand und Fuß so. Ich finde ihn sehr gemäßigt. Also Don John ist halt auf einer Skala an einem sehr extremen Punkt. Ich finde, er ist ein sehr gemäßigter Typ und tritt irgendwie auch als Coach irgendwie sehr gemäßigt auf. Ja, kann ich nur, ne, gehst hin, machst irgendwie ein Kompliment. Schöne Ausstrahlung, siehst positiv aus, bist positiv unterwegs, ist mir aufgefallen, gefällt mir. Ist doch klasse und wenn es halt passt, dann passt, wenn nicht, dann nicht, dann hat auch keiner was verloren. Dass du von oben bis unten zu sehen bist, da sieht die Frau auch, okay, du bist kein Vollidiot. Du bist ein sehr attraktiver Dude. Ein sehr attraktiver Dude. Also, das Ganze läuft jetzt so. Wir machen das nicht so, wie man das in Pickup-Artist-Videos kennt, dass dieses Aufeinandertreffen halt zu sehen ist. Das wollen wir gar nicht unbedingt zeigen. Das ist auch nicht so legal. Und deswegen werden wir das so machen, dass ich einfach erzähle, was ich sehe. Ein bisschen Mäuschen. Ja gut, dann kannst du die Frau halt fragen, ob es okay ist und dann ist es halt legal, ne? Spiel. Und dann kann er mir danach sagen, wie es lief. Sie ist halt chillig. Sie ist halt mit der grauen, beigen Jacke. Könntest du beispielsweise mal gucken. Okay, er spricht jetzt eine Frau an, die dort sitzt, brünett. Macht ein nettes Gesicht. Und jetzt geht sie weg. Das ist eine komische Reaktion, ne? Also so, als würde er sich freuen, dass es jetzt nicht geklappt hat. Ja klar klappt es auch oft nicht. Die meiste Zeit klappt es nicht. Das gehört halt dazu. Ne, das ist ein bisschen so, als würdest du das Telefonbuch nehmen und würdest einfach Leute anrufen und versuchen, den Waschmaschinen zu verkaufen. Die meisten Leute haben halt schon Waschmaschinen, deswegen ist es halt so, klappt halt nicht. Klar, du sprichst Frauen an, die gefallen und in den meisten Fällen klappt es auch nicht. Das ist einfach Teil, das gehört aber dazu, das ist auch ganz normal. Man muss schon wirklich überhaupt noch nie eine Frau angesprochen haben, weder im Club noch irgendwo anders, um super überrascht davon zu sein, dass es jetzt nicht geklappt hat oder sie vielleicht weggeht. Und er ist voll so, haha, jetzt klappt's nicht. Ja, meine Reportage wird gut werden. Wilder Typ. Die hatte nicht so Bock, ne? Nö. Du hast auch gesehen, die hat sehr in ihren Mindset drin. Wichtig ist ja trotzdem immer... Die war gerade sehr in ihrem Mindset drin. Den Fehler als erstes bei sich zu suchen. Ja, dass man halt immer schaut, okay, habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was jetzt die Situation unangenehm gemacht hat? Ja, ich war anfangs sehr leise. Also ich glaube, sie hat mich einmal nicht verstanden, als ich Hi gesagt habe. Finde ich sehr gut. Er ist so, er kommt zurück und das machen ganz viele Männer in allen möglichen Situationen mit Frauen. Eine Frau hat keinen Bock und dann sind die Männer so, also ich übertreibe jetzt, das ist nicht das, was alle Männer sagen, aber so im Sinne von, ja, die war ja eh gar nicht so hot oder ach, die war eh blöd, das war eh eine blöde Kuh, so in der Richtung. Sollte man sich sehr zurückhalten, so zu agieren. Coach sagt das schon ganz richtig. Einfach gucken, okay, was lief gut, was hätte man besser machen können und ihm ist leider aufgefallen, okay, ich hätte ein bisschen lauter reden können, ist doch super, hast du dich kurz reflektiert, hast vielleicht was aus dem Gespräch mitgenommen, hast was gelernt für die Zukunft. Also du hast gar nichts davon, wenn du nach so einem Gespräch oder auch nach einem vielleicht Date, das irgendwie fehlgeschlagen ist, sowas sagst wie, ach, die war eh voll blöd. Also okay, vielleicht war sie ja blöd, fair enough, so, kannst du ja auch noch ein Date festgestellt haben. Aber du profitierst mehr davon, persönlich entwicklungstechnisch gesehen, wenn du dein Ego nicht versuchst zu schützen mit solchen Erklärungsansätzen, sondern wenn du einfach vielleicht auch den Schmerz, der in diesem Moment entsteht, abgelehnt worden zu sein, das ist natürlich unangenehm. Wenn du den einfach mal zulässt und den mal spürst, der ist dann normalerweise schnell wieder weg. Eines der größten Probleme überhaupt für alle Sachen in dieser Welt ist, dass wir nicht in der Lage sind, negative Emotionen auszuhalten. Und deswegen machen wir solche Sachen wie Rauchen, uns ablenken mit Alkohol, Pornos und Sex ist auch Ablenkung, aber natürlich auch eine gute Ablenkung. Vieles ist Ablenkung in unserem Leben davon, von negativen oder schmerzhaften Emotionen, von denen wir nicht so recht wissen, wie man damit umgeht optimalerweise. Und der optimale Umgang mit Emotionen ist, ruhig zu werden, sich auf die Emotionen zu fokussieren, nicht über die Emotionen nachzudenken, sondern einfach die Emotionen da sein zu lassen im Körperfeld. Und wenn man das mal gemacht hat, dann stellt man fest, dass negative Emotionen nach unglaublich kurzer Zeit wieder verschwinden und dann passt es auch wieder. Also das ist einer der wichtigsten Skills, die man lernen kann und das lernt man übrigens auch hier, wenn man im Alltag mal eine Frau anspricht, mit negativen Emotionen umzugehen, super wertvoll für die persönliche Entwicklung zu einem entspannteren Menschen im Generellen. Ja. Der erste Korb, den man kriegt, ist halt schon so hart. So. Aber es ist halt einfach so, die Sache ist, wenn du Leute anquatscht auf der Straße,
dann ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass die meisten in der Beziehung sind, nicht? Auch. Der Philipp sprintet jetzt gerade zu einer Frau. Sprintet. Lass mal mit. Ach, da bist du ja. Und? Das war mal wieder genau so ein Beispiel, wo es gar nicht geklappt hat. Die hat gar nicht reagiert. Okay. Nicht reagiert auf dich einfach? Gar nicht, okay. Also der hat nicht mal hingeschaut. Ja, gibt's auch manchmal. Das ist natürlich blöd. Ist jetzt nicht unbedingt die Norm. Normalerweise quatscht man kurz mit den Frauen. Also in dem Fall, es funktioniert nicht. Quatscht man kurz mit den Frauen. Viele Frauen bedanken sich auch. Hey, war voll lieb, aber keine Ahnung, ich habe einen Freund, keine Zeit, dies und das. Kommt aber auch mal vor, dass Frauen einfach nicht reagieren. Gut, müssen die ja auch nicht. Muss man auch mit umgehen können. Wie gesagt, dass das Geile an dieser Sache ist, das ist das Tolle und das habe ich auch immer super gerne. Also es ist immer toll, das bei Coaching in dem mal gesehen zu haben. Einfach diese Entwicklung, die stattfindet, so diese persönliche Entwicklung, dieser Wachstum. Man wächst an diesem Schmerz, mit dem man sich da zwangsläufig auseinandersetzen muss. Das ist viel wert. 2 Stunden lang spricht Philipp hier Frauen an. Mit dabei der Coaching-Blick von Hendrik. Wie geil er sitzt. Philipp hat jetzt gerade... Hendrik ist ein ganz guter Typ. Ich habe gerade schon gefragt und wir dürfen Sie mal fragen, wie Sie es fand. Hey, er hat dich angesprochen. Ja. Ja. Wie lief's denn so? Ja, gut. War nett. Also hat mich auf eine ganz nette Weise angesprochen. Ja. Und ja, ich finde es gut, in Person das zu machen. Den Mumm zu haben, auf jemanden zuzugehen, den man nicht kennt. Ah, ich weiß so. Es ist so, genau, ich finde es krass, dass Sie hier zeigen. Normalerweise sind diese Dokus immer ein bisschen kritischer. Finde ich gut. Genau, das ist eigentlich so eine der Standardreaktionen. Die meisten Frauen freuen sich und bestärken die Männer auch darin, hey, war cool, mach das weiter. Vorausgesetzt, du machst es ordentlich und nicht wie der letzte Behinderte. So. Aber finde ich gut, dass Sie es gezeigt haben. Und das ist so, viele Frauen freuen sich, viele Frauen bestärken die Männer darin, das weiterzumachen. Und auch wenn es nicht gepasst hat, ist ja cool, hat man trotzdem kurz connected, die Frau freut sich. Und deswegen ist es eine super tolle Sache, die einfach viel zu selten passiert und die viel zu unnormal ist bei uns mittlerweile. Ah, dann habe ich kurz ein bisschen... Geh mal nach Spanien. Schiss bekommen. Brasilien. Auf Hoch, schön Hochdeutsch. Und dann, ja, habe ich hier direkt gesagt, was ich halt fand. Also den Style oder ich... Was ich cute fand, also eins, ich weiß nicht genau was. Das Ding ist, heißt, ich rede und dann weiß ich nicht, was ich rede und dann, du bist verlobt, aber. Ach so, du bist verlobt, okay. Ja, gut, dann ist es ja schon durch. Dann ist es schon durch. Ja, gut, aber ich meine, ein nettes Gespräch ist ja trotzdem noch möglich. Siehst du, coole Frau, einfach eine entspannte, normale Frau, normale Reaktion eines normalen Menschen mit intaktem Selbstbewusstsein. Alles fein, so, ne, ist jemand gekommen, hat sich überwunden, hat sich getraut, sie hat das wahrgenommen, hat das kurz anerkannt, hat trotzdem gesagt, hey, kein Interesse oder hier, ich bin vergeben. Wunderbar. Wunderbar. Am Ende hat... Gibt natürlich auch mal andere Reaktionen, auch das gehört dazu. Philipp 6 Frauen angesprochen und mit einer Frau sogar ein Date am nächsten Morgen vereinbart. Ja, das klingt gut. Klingt gut. Wie steht ihr denn zu der Pickup-Artist-Szene? Ich finde halt, es geht so darum, einfach den Aspekt, hey, an sich arbeiten oder einfach was Cooles draus machen. Was ich aber halt nicht so nice fand, war halt, also wenn du nachgoogelst, findest du halt sehr viele, die so Techniken halt haben und das Ganze auswendig lernen. Da heißt es ja immer. Ja, zu Technik und, ja genau, also ich glaube, Manipulation ist das kritische Thema. Was Techniken, das ist halt so, klar gibst du jemandem am Anfang, der total unsicher ist und gar nicht weiß, was er sagen soll, so ein paar Sätze mit, die er sagen kann. Das ist halt wie Fahrradfahren mit Stützrädern, aber du gibst das demjenigen ja nicht mit, dass er Leute manipuliert, so im Sinne von, mit diesem Wort wirst du dafür sorgen, dass sie keinen Widerstand mehr leisten kann, sondern du gibst es ihm natürlich mit, weil er einfach sehr aufgeregt ist, weil er es noch nie gemacht hat und er gar nicht weiß, was er sagen soll, deswegen gibst du ihm so ein paar Basics mit und mit der Zeit kann er dann einfach er selbst sein im Gespräch, wenn es ein bisschen normaler für ihn geworden ist, auch mal eine Frau, die ihm gefällt, anzusprechen. Von daher Techniken an sich oder mal demjenigen einen Satz mitzugeben, vollkommen legitim. Game. Bedeutet, du musst irgendwas spielen, um irgendwas zu bekommen. Ja, das macht keinen Sinn. Mein Ansatz ist allerdings, dass Game Quatsch ist, weil werde zu dem Mann, der kein Game mehr braucht. Weil Game bedeutet ja, du spielst die Verhaltensweisen vor von einem attraktiven Mann, der Erfolg hat bei Frauen. Besser ist es doch eigentlich, zu dieser Person zu werden, die kein Game mehr braucht, weil man es von Natur aus kann. Ja, finde ich eigentlich ganz gut zusammengefasst, genau. Also du arbeitest an dir selbst. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie Frauen anzusprechen, sondern zusätzlich arbeitest du irgendwie an dir selbst, guckst, wo du hin möchtest in deinem Leben, Ziele, was möchtest du erreichen, guckst, dass du dich von möglichst deinen ganzen, je nachdem, was du hast, Süchten trennst und das sind kleine Sachen, die dich davon abhalten, das Leben zu leben, was du eigentlich gerne leben möchtest. Vielleicht musst du erst rausfinden, was das Leben ist, was du gerne leben möchtest. Von daher, ja, fand ich ganz gut zusammengefasst. Genau, nicht Game, nicht zu
zu tun, als ob, also da gibt es ja diese ganz alten Sachen, so, keine Ahnung, Mystery, Peacock Art, verkleide dich irgendwie als Vogel oder als Typ, als Rocker oder so. Nee, finde ich, hat er ganz gut zusammengefasst. Wie gesagt, das ist ein sehr angenehmer, gemäßigter Typ und ein gutes Beispiel dafür, was ein normaler Flirtcoach machen kann. Die Pickup-Artist-Szene, die wird... Also ein gemäßigter Flirtcoach, besser gesagt. Wird ja oft dafür kritisiert, dass da offen darüber gesprochen wird, okay, wir wollen jetzt Frauen manipulieren. Und das Ding ist, genau, was er jetzt gerade sagt mit dem Manipulieren, es gibt halt sicherlich Coaches, und ich kenne auch welche, die schon mit solchen Manipulationssachen arbeiten, die schon mit aktiven Lügen arbeiten, würde ich sagen. Da wird es dann halt kritisch. Damit wir sie zu irgendwas bringen. So, wie stehst du dazu? Das Ding ist, wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man natürlich, dass das funktioniert. Die Wahrheit ist, es funktioniert sowieso nicht. Nur, wie soll ich denn eine Frau manipulieren? Frauen haben einen so guten Sinn. Das geht schon. Also es kann ja bei kleinen Sachen anfangen. Du kannst ja zum Beispiel mit deinem Alter lügen. Das ist ja so ein Klassiker. Ich hatte auch schon öfter Coaching genommen, die mich gefragt haben, wie das ist mit dem Alter, was sie da machen sollen. Und ich habe immer gesagt, du dienst dir am meisten und allen anderen Leuten, wenn du es nicht machst. Ich kann dir aber keine moralische Entscheidung abnehmen. Letztlich ist es dein Leben und du musst es machen, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Aber schon da, wenn du einer Frau erzählst, du bist irgendwie älter, als du bist, findet die jetzt auch nicht unbedingt raus. Das ist natürlich jetzt auch keine große Lüge, aber da wird es halt schon ein bisschen problematisch. Von daher, das funktioniert schon. Also nicht falsch verstehen, aber niemandem ist damit gedient. Die riechen das, ob du gerade was fakest. Außer du fakest es halt sehr extrem, dann riechen sie es tatsächlich. Oder ob du real bist. Also was verstehst du unter Manipulation? Gute Frage. Ja, ich hab zum Beispiel ein Video von dir gesehen, da sprichst du über einen manipulativen Trick. Achtung, das ist echt ein super manipulativer Trick, wie du eine Frau schnellstmöglichst vom Date zu dir nach Hause bringen kannst, um sie mal so richtig durchzunehmen. Schau, dass es bei dir zu Hause keine Sitzmöglichkeiten gibt, außer das Sofa oder das Bett. Bringe dich und die Frau in eine Situation, wo ihr euch näher kommen könnt, wo du die richtigen Berührungen setzen kannst, damit du sie so horny machst, dass sie eigentlich nur noch von dir durchgeballert werden will. Ja, wild formuliert auf jeden Fall. Natürlich hat man sich daran aufgehangen. Auch hier wieder gleiches Prinzip. Du musst halt so ein bisschen wild formulieren, um Aufmerksamkeit zu ziehen in dieser ganzen Content-Creator-Geschichte. Das war wahrscheinlich seine Absicht, das einen super manipulativen Trick zu nennen. Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ich kenne den Move. Ja, es ist schon irgendwie wild, die Möbel bei sich zu Hause umzustellen, damit die Frau sich irgendwie auf dein Bett setzen muss. Ja, gut, ja, ist natürlich irgendwie Blödsinn, gibst du als aber ist natürlich jetzt auch nicht die schlimmste Manipulation aller Zeiten. Empfehlung, das ist ja schon was Manipulatives dann, weil du da Auswahlmöglichkeiten ausschließt. Letztlich, wenn die Frau sich nicht aufs Bett setzen will, dann setzt sie sich halt auch nicht aufs Bett. So. Ja, für die Frau. Denkst du, die Frau würde mit nach Hause kommen, wenn sie sich nicht mehr mit dem Mann vorstellen kann? Ja, oder so. Wobei, manche Frauen sind da tatsächlich, nehmen das dann anders wahr. Gibt es tatsächlich auch. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt die Intention ist von der Frau, dass man dann auf jeden Fall Sex hat, wenn man mit nach Hause kommt. Ja. Denkst du, die Frau würde sich dann ins Bett legen und sich da reinkuscheln und das auch so alles zulassen, wenn sie gar keinen Bock drauf hat? Genau, und ich glaube auch an der Stelle, nein. Genau, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube auch, wenn man sich nur aufs Bett setzen kann, wenn die Frau in dem Moment merkt, so, boah, okay, mehr will ich gar nicht mit dem machen, dann A, wahrscheinlich kommt sie wirklich nicht mit dir nach Hause, zumindest nicht in so einem, also klar, wenn du auf einem Date mit einer Frau bist und dann gehst du mit dir nach Hause, ich glaube, dann ist jeder Frau eigentlich klar, worauf sie hinausläuft. Wenn du jetzt einfach, weiß nicht, eine Freundin, die du schon länger kennst, mit zu dir nach Hause nimmst und ihr trinkt noch einen Kaffee, dann ist es vielleicht was anderes. Aber genau sein Punkt, ich glaube auch so, jede normale Frau setzt sich dann halt nicht aufs Bett oder sagt so, hey, irgendwie, okay, das geht in eine Richtung, die ich mir nicht vorstelle. Ich glaube auch, Reporter-Dude ist da ein bisschen sehr, ne? Ja, es ist halt interessant, dass du dann von Manipulation selber sprichst. Warum mache ich das? Warum, ja, warum nennst du es Manipulation? Ein Video bei YouTube, wo es heißt, von Mai bis zum Sex in 10 Minuten hat 500.000 Aufrufe. Und ein Video, was genau dasselbe ist. Ja, das sagt, ist hey, das, was ich meine. So sprichst du eine Frau auf eine sympathische, natürliche Art und Weise an, hat 500 Aufrufe. Ja, also wenn du halt irgendwie erfolgreich werden willst in der Richtung, dann musst du dich dieser Sachen irgendwie auch bedienen oder musst sie zumindest ein bisschen einfließen lassen. Es ist halt das, was funktioniert.
Klingt für mich ziemlich berechnend. Das ist auf jeden Fall berechnend, klar. Aber das, klar, du baust ja nicht ein Business auf und bist unberechnend. Also du, das ist ja das Gleiche. Du gehst ja auch nicht, wenn du jetzt keine McDonald's-Filiale aufmachen willst und machst ein Franchise, dann bist du ja auch nicht, oh ja, keine Ahnung, ich checke jetzt mal nicht, an welchem Standort ich das am besten mache, wo ich am besten Kunden gewinnen kann, den ich mein McDonald's-Essen verkaufen kann, sondern, ach, keine Ahnung, ich mache die jetzt einfach mal in einem Wald auf oder so. Das ist halt Unternehmertum oder Selbstständigkeit in jeder Form ist berechnend. Also das gehört ja dazu. Also das ist ja Teil davon. Jedes Unternehmen, jede Selbstständigkeit macht das und muss das machen, um im Markt zu überleben. Lokation für Klicks. Etwas, das Don John auch macht. Aber wie gibt er sich gegenüber seinen potenziellen Coaching-Kunden? Clement hatte das Erstgespräch mit Don John per Telefon. Wir haben es nicht aufgezeichnet, weil das illegal wäre. Deshalb erzählt mir Clement davon. Was hat er dir denn dann für ein Frauenbild vermittelt dabei in dem Gespräch? An einer Stelle meinte er zu mir, ich soll es auch einfach irgendwie alle Frauen ansprechen, egal wie hässlich sie sind, weil nackt sehen sie ja eh alle gleich aus. Ja, okay, also optimalerweise sprichst du die Frauen an, die dir gefallen, ne? Nicht einfach Frauen. Warum solltest du alle Frauen ansprechen? Warum solltest du Frauen ansprechen, wo du dir denkst, gefällt mir gar nicht mit der, die möchte ich eigentlich jetzt gar nicht kennenlernen, macht ja gar keinen Sinn. Meinst du an einem Punkt auch, wenn es irgendwie super linke Mädels sind, auch egal, du musst sie ja nicht überzeugen, sondern willst sie ja in Anführungszeichen nur vögeln. Ja, sicherlich. Also wenn das jetzt der Punkt sein sollte, du musst nicht alle Leute, die du kennenlernst, wenn du mal mit einer Frau irgendwas Spontanes, Sexuelles hast, dann musst du die, wenn sie eine linke Frau ist und du bist jetzt ein rechter Mann, musst du sie ja auch dafür jetzt nicht davon überzeugen, dass sie jetzt auch rechts wird. Das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Wenn das jetzt der Punkt gewesen sein soll. Das war teilweise schon echt verdammt degradierend, ehrlich gesagt. Hat er dir auch was dazu gesagt, wie viel das ganze Programm dann kosten wird? Es gibt unterschiedliche Modelle. Das teuerste kostet 10.000 Euro. Das dauert insgesamt 4 Monate. Teil davon sind 7 Tage in Berlin mit ihm zusammen. Das mittlere Programm kostet 7.000 Euro. Da ist man ein Wochenende mit ihm zusammen in Berlin. Und beim günstigsten Modell für 3.500 sieht man ihn gar nicht in echt, sondern hat dann praktisch so eine Live-Action-Session, so nennen die, wo man ihn mit einem Knopf im Ohr hat. Das ist das Problem von größeren Coaches. Die haben halt irgendwann angestellte Coaches und dann hast du keine Coachings mehr bei den eigentlichen Coaches, die du ja den du ja eigentlich als Experten dazu holen wolltest. Also Kopfhörer hört, während man Frauen anspricht. Und am Ende gab es auch nicht so wirklich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Er meint auch direkt zu mir, ich muss mich entscheiden am Ende dieses Gesprächs. Entweder mache ich es oder ich mache es gar nicht. Ich konnte nicht eine Nacht drüber schlafen. Wollte auch von mir direkt, dass ich irgendwie einen Laptop vor mich aufstelle, damit er mir am Ende des Gesprächs praktisch das Lastschriftverfahren direkt einstellen kann. Dass sein Geld direkt eingezogen wird. Richtig, genau. Ja, würde ich so nicht machen. Jeder, der mal mit mir gesprochen hat, weiß, ich sage immer, wir nehmen uns noch Zeit zu überlegen von beiden Seiten aus, weil auch ich muss mir vorstellen können, mit den Teilnehmern zusammenzuarbeiten. Ich habe schon mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen ich schon im Vorhinein mir dachte, passt irgendwie nicht und hat es dann auch nicht. Habe ich dann auch nichts von, hat die Person auch irgendwie nichts von. Deswegen so pushy Sales-Taktiken finde ich sehr wack. Habe ich früher mal bei einer Company, wo ich damals angefangen habe in Berlin, haben wir Telefon-Sales gemacht. Und da hast du ja auch so Skripts, mit denen du das genauso machst. Und das ist so, so ätzend irgendwie. Es macht halt keinen Spaß, weder für dich noch für die Person, die am anderen Ende ist sozusagen. Was nicht heißt, dass das nicht effektiv sein kann. Manche Leute lassen sich halt dann da rein pressuren, wenn es um puren Gewinn geht. Kann man das machen, ne? Aber da wird es dann halt wild. Also mache ich so nicht, würde ich so nicht machen, finde ich auch nicht cool. Also klar, Geld verdienen ist die eine Sache. Du bist ein Business, so du willst Geld verdienen, deswegen hast du es ja gemacht. Ist ja auch vollkommen legitim, wenn du Wert liefern kannst. Aber es gibt halt einen Cut-off. Also ich meinte, nee, ist mir vielleicht auch finanziell zu viel, ist vielleicht auch eine schwierige finanzielle Entscheidung. Hat ihm Ratenzahlung angeboten. Hat also ist ja okay. Mal eine Ausrede gefunden, warum ich das Programm doch machen sollte. Ja, ist ja okay, wenn jemand sagt, hey, wenn mir jemand kommuniziert, hey, grundsätzlich habe ich Interesse, aber ich habe hier ein Problem, das gelöst werden müsste. Das Problem mal mit der Person zusammen zu lösen, ist ja legitim. Und nein, wollte er nicht hören. Wir werden jetzt Don John noch die Möglichkeit geben, sich zu diesen Aussagen aus diesem Telefonat zu äußern. Und dafür schreiben wir ihm eine Mail. Ja, Don John ist schon Don John hat uns gut im Spotlight aller Leute. Menge Gedanken zu dem Telefonat mit Clement. Das Ganze ist tatsächlich wirklich viel krasser, als wir das erwartet haben, weil er hier total auf Angriff geht.
Und ich fasse euch jetzt mal zusammen, wo und wie er widerspricht. Don John soll Clement ja geraten haben, dass er alle Frauen ansprechen solle, egal wie hässlich sie seien, denn nackt würden sie alle gleich aussehen. Dazu schreibt Don John, diese Aussage ist aus dem Kontext gerissen. Es ging vor allem um Berlin. Hier gibt es Frauen, die sich wie Penner kleiden. Diese Frauen mögen auf... Ja, habe ich auch schon in Berlin gesehen. Aber truth be told, auch manche Männer kleiden sich wie Penner. Den ersten Blick scheiße aussehen, aber nackt sieht die Business Lady, das Fitness Girl und die Öko-Tante eben doch wieder gleich aus. In Klammern hoffentlich. Meine Teilnehmer sollen das Maximum an Erfahrung und Feedback aus dem Coaching mitnehmen. Zu den Coaching-Inhalten und Preisen schreibt er uns, das ist etwas durcheinandergebracht und die Coaching-Inhalte wurden hier nicht im Ansatz erläutert, aber die Preise und die Dauer der Coaching-Programme stimmen. Wir haben ihn auch gefragt, warum er Clement so unter Druck gesetzt hat. Und dazu schreibt er jetzt, dass Clement da wohl etwas zu sensibel gewesen sei und er so beharrlich gewesen sei, weil er überzeugt war, dass Clement das Programm ja unbedingt machen wolle, aber plötzlich eine 180-Grad-Wende hingelegt habe. Clement habe... Ja, es könnte, also wir waren natürlich nicht dabei bei diesem Telefonat. Kann natürlich sein, weil macht ja Sinn, wenn dieser Clement sich erstmal beworben hat als Interessent, dann muss er natürlich auch erstmal Interesse zeigen am Anfang des Gesprächs, sonst macht es ja auch für Don John gar keinen Sinn, das Gespräch weiterzuführen. Und klar wird er dann irgendwann die Wende gemacht haben, weil er hatte natürlich Interesse daran, das Gespräch möglichst lange zu führen, um alles für diese Doku jetzt zu haben, aber dann eben doch nicht zu kaufen. Also, dass Don John sich dann gedacht hat, okay, eigentlich hat er ja schon Interesse, kommt wahrscheinlich hin, ohne dass sie das Gespräch jetzt gehört haben. Vor zweimal bejaht, dass er die Zeit, die Motivation und die finanziellen Mittel habe, auch direkt mit dem Programm durchzustarten. Genau, das hat er wahrscheinlich gemacht. Er hat wahrscheinlich ziemlich viele Signale gegeben, dass er eigentlich Bock hat, dass er kaufen will. Und um halt dann auch zu den Preisen zu kommen, das wollten die wahrscheinlich auch hören. Also, in dieser Mail kriegt man, finde ich, einen sehr guten Eindruck davon, wie überzeugt Don John von seinen Ansichten ist. Ja, das ist ja auch nichts per se Schlechtes. Ist ja auch eine wichtige Eigenschaft irgendwo, mit der man in vielen Lebensbereichen erfolgreich wird. Man sollte natürlich auch mal in der Lage sein, sich selbst zu hinterfragen. Finde ich jetzt aber nicht schlecht, dass er so sein Way of doing things zumindest ein bisschen dargestellt hat. Und wie gesagt, man hat das Gespräch ja nicht gehört, deswegen kann mir schon vorstellen, dass er da erstmal dieser Clement da viel Ja gesagt hat, viel entgegengekommen ist, um dann später halt Nein zu sagen. Und weil der so eine große Reichweite hat mit seinen Videos, finde ich das umso beunruhigender. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was sagt ihr zu dieser Mail von Don John? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Das muss ich gleich auch mal lesen. Aber ja, wie gesagt, Don John ist halt wirklich auf dem Spektrum gesehen einer der krassesten, der extremsten, ist es bestimmt der polarisierendste. Ich weiß noch irgendwann mal, das ist aber auch schon ein bisschen her, wollte mal, die sich Joko und Klaas Format hat mal einen Coach gesucht, die hatten mich damals angeschrieben, so ProSieben da in so eine Show zu kommen, dann hat nämlich ein bisschen, ich hatte so ein Telefonat mit so einem Producer und dann hatte der mich ein bisschen gefragt, wie so meine Einstellungen sind, und ich habe ihm das so erzählt und er meinte aber auch, die suchen eher extremere, so, ich sehe mich eher in der Kategorie von dem Kollegen, den wir jetzt hier in der Doku gesehen haben, eigentlich eher so gemäßigt, ne? Und John ist auf jeden Fall jemand, der in jeder Hinsicht da extremer unterwegs ist. Ja. Lasst doch mal ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt. Ja, ganz spannende Reportage. Besser als andere, die ich gesehen habe, da kommt vielleicht in Zukunft nochmal was zu, haben sich auch tatsächlich, also ich finde es cool, dass sie sich mit einem Coach zusammengetan haben, der das dann mal mit denen gemacht hat und dass sie sich in einigermaßen ordentlichen Coach auch rausgesucht haben, dass sie auch die Frau da zu Wort kommen lassen haben und das Ganze tatsächlich, also ich finde, wenn man diese Doku geguckt hat, müsste man auch, also mal den John-John-Part rausgecuttet, müsste man auch als Normalbürger eigentlich schon den Eindruck gekriegt haben, dass es jetzt eigentlich nicht die schlechteste Sache der Welt ist, denke ich, weil es war wirklich nichts Kritisches dabei, es war alles eigentlich eine feine Sache, so wie der Coach das mit dem Teilnehmer gemacht hat, auch der Teilnehmer ein netter Typ. Gut, die Don John-Sache mal außen vor gelassen, wie gesagt, sehr polarisierend, sehr wild, das ist halt Don John, kann man von halten, was man will, aber ja, lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen, ob ihr das interessant fandet, diese Art von Format. Cool, dass ihr da wart. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und die Notification-Glocke, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.